Hallo, hier mal ein kleines Video, wie man diese Präsentationsdisplays oder auch die man halt zum Üben nimmt, zusammenbaut. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil manchmal auch keine Anleitung dabei ist. Im Grunde genommen ist es schon einfach, man muss nur wissen, wie. Ich habe euch jetzt schnell mal ein Video gemacht, wo ich euch das kurz zeige. Ich fange einfach mal an. Im Grunde genommen erstmal alles rausmachen. Vor allem diese kleinen Schaumstoffdinger. Die könnt ihr im Grunde genommen nachher auch wegschmeißen, weil die braucht ihr nicht. Das ist Müll. Das braucht ihr. Der ist Müll. Das braucht ihr. Könnt ihr da reinstecken wieder eigentlich. Genauso wie hier. Raus, 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 raus. Das ist Geschmackssache, ob ihr das braucht oder nicht, weil sie fliegen nämlich eigentlich wieder runter. Entweder ihr macht es ran oder ihr macht es nicht ran. Wie gesagt. Geschmackssache. Ich versuche mich mal ein bisschen zu beeilen. Dieses Stück hier drin, Müll. Dieses Stück, auch Müll. So, jetzt habt ihr vier von denen. Ne, fünf, Entschuldigung. Fünf von diesen, die kommen nachher einfach hier reingesteckt. Und dann könnt ihr diese Dinger eigentlich im Grunde genommen so rauf machen. Ist aber völlig. Braucht man nicht. So, die Blume, die steckt ihr halt so zusammen, dass ihr die Löcher aufeinander habt. Und dann steckt ihr das größte Schaumstoffteil, was ihr habt, da durch, bis es halt unten. Oh, manchmal, gerade wenn es neu ist, geht das ziemlich schwierig. Aber bis es unten halt angekommen ist. So. Hier könnt ihr dann nämlich immer eure Tipps draufkleben, die übrigens mit diesen Plättchen geklebt werden. Ich würde eine Pinzette empfehlen, weil die nämlich ziemlich schwierig rauszumachen geht. Oh, ich habe einen vergessen. Der kommt natürlich noch mit drauf. Das kommt dabei raus, wenn man ganz schnell ein Video machen will. Ich habe eigentlich gedacht, es gibt schon eins, habe ich jetzt aber nicht gefunden. Also mache ich noch schnell eins. Und wenn es noch eins gibt, dann gibt es halt mehrere. So. Zack, zack, zack. Seht. Vielleicht könnte man das noch hier und da ein bisschen ordentlicher machen, aber auf die Schnelle geht's. Und so sieht es halt fertig aus. Viel Spaß!